Also hier in die Flasche fülle ich Wasser ein. Und ich drehe diese Flasche um, ohne dass dabei Wasser herauskommt. Die Erklärung dafür ist, dass bei der Flasche ein etwas kleineres Loch ist. Die Wasserteilchen ziehen sich zusammen und so entsteht eine Oberflächenspannung. Und auch der Luftdruck von außen ist entscheidend, damit das Wasser nicht ausläuft.